Willkommen zurück zu FIFA 21. Dieses Mal zuerst einmal mit einem kleinen Stand nach 10 Spieltagen. Sind wir auf Platz 1, aber Halle hat nur einen Punkt weniger als wir. Und dann kommt auch schon Ingolstadt mit 3 Punkten weniger als wir. Ganz unten steht der VfB Lübeck zwar nicht, aber es könnte durchaus besser sein. Wien Wiesbaden auch ziemlich abgeschlagen als Zweitliga-Absteiger. So, dann würde ich mal sagen, so gehen wir auch ins Spiel rein. Das wird jetzt die vorletzte Partie sein, die ich für lange Zeit aufnehmen werde. Das nächste Mal erst wieder, ich glaube Anfang Dezember oder Ende November. Ich habe mittlerweile gut vorgeplant oder habe das gut durchgeplant. Ein besonderer Gruß geht heute an Daniel und Francisco, die aus Brasilien angereist sind, um unser Stadion zu besuchen. Ich reise auch immer wieder 150 Kilometer nach Darmstadt, die aus Brasilien angereist sind, um unser Stadion zu besuchen. Wow. Beeindruckend. Ich fliege auch mal nach Brasilien und mal schauen, ob ich dort dann auch so einen Gruß kriege. So, Lübeck. Die zweite Macht in Schleswig-Holstein nach der Landeshauptstadt. Kiel mit Holstein Kiel. Ja, was macht ihr denn? Das war gerade riskant. Muss ich nur zugeben. Rein da! 11. Minute, Tor für uns. Sehr gut. 2-0.
Oh, Vorsicht, oh. Naja, da muss sich Batz nicht sonderlich bemühen. Kann es eigentlich sein, dass sie keinen Trikotsponsor haben? Warum denn DAF? Warum denn DAF? Das war gerade traurig. Also so wie ich das sehe, in der echten dritten Liga stehen sie gerade auf dem letzten Platz, aber ich habe die Tabelle nicht auf den letzten Spieltag aktualisiert, aber ich glaube, die haben gegen Türkgücü München verloren. Meine Güte, blöde KI, ich habe Zeit ohne Ende, um mir den Ball nochmal neu zu holen. Aber reinfliegen tut er immer noch nicht. Gegen Ende der ersten Halbzeit. Deswegen steht es ja auch nur 2:0 für uns. Was ist jetzt hier los? Ach so. Sah aber gerade sehr seltsam aus, muss ich zugeben. Kann es nicht sein, dass ich muss ich zugeben, aber wieder zu einem meiner absoluten Lieblingssprüche gehört? Keine Ahnung. Und das 3:0 kurz vor der Pause. Auf Wiedersehen. So, die übrigen Ergebnisse zur Halbzeit. Ja, sind wir die einzigen, die ein deutlicheres Ergebnis haben. Und das war gerade eine richtig typische FIFA 21 Pausenmusik. Und nicht das von dö. Also was ist das bitte schön? Mach doch gleich dö. So gelangweilt bin ich mittlerweile, dass ich auf mein eigenes Handy schauen muss. Ja, gib mir den halt mal einen Ehrentreffer. Der Benjamina, schöner Name.
Vorsicht, Vorsicht. Also ich könnte ein bisschen spannender kommentieren, aber ich weiß nicht. Irgendwie hat es bei FIFA 20 mit Piemonte Calcio mehr Spaß gemacht. Da wurde man auch immer wieder gefordert. Also obwohl es da auch einige Mannschaften gab, die deutlich schlechter waren. 5:1, aber abseits. Ganz sicher nicht. Ich war mal bei dem HSV-Training dabei. Am späten Abend, da bin ich am Volkspark vorbeigelaufen. Riesiges Stadion übrigens. In Saarbrücken bin ich am Ludwigspark noch nicht vorbeigelaufen. Die ja jetzt erstmals wieder in Saarbrücken spielen dürfen. Sind so lange Zeit in Völklingen waren. Fünf zu eins, jetzt aber. Wir brennen hier ein Spektakel nach dem nächsten ab. Und nach dem anderen ab. Kein Abseits. Ja, dann machen wir es doch nicht. Und Ende. 5 zu 1. Ja, das nenne ich doch mal eine coole Mücke. Oder Mucke. So, dann gibt es wieder ein Statement, du. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Ich danke Ihnen. So, und jetzt haben wir Halle ein bisschen auf Distanz, nämlich um 4 Punkte. Soll noch nicht großartig was heißen. So, was haben wir hier? Angriffsszenario Meister, das haben wir seltsamerweise noch nie geschafft. Ist mir aber auch scheißegal. Simulieren wir allesamt. Das haben wir langsam aber auch oft genug gesehen. So, dann kommt als nächstes der Waldhof. Zu uns. Ja, das haben wir leider alle schon gemacht, so zum tausendfachsten Mal. So. Das nächste Mal geht's weiter mit dem Spiel gegen Waldhof Mannheim. Bis zum nächsten Mal und ciao. Haltet die Unstoff und denkt daran, Freundschaft ist Magie.